hier bei uns auf unserem Hof. Wir haben ihn Bunte Kuh genannt, also Hof Bunte Kuh. Wir sind hier der Rindviehbetrieb und ihr habt ja schon in der Vorschau so ein paar Bilder gesehen. Ein bisschen bin ich hier rübergeflogen, ein paar Details habe ich gezeigt. Und jetzt fahren wir nochmal eben die Spritze hier, die gezogene, die gehört dem Schweinebetrieb. Den werde ich dann hoffentlich zum nächsten Mal vorstellen. Wir haben es jetzt heute den 14.12. Ich werde mal versuchen, dass ich das innerhalb einer Woche schaffe und euch dann den nächsten Betrieb zeige. Und das Ganze ist natürlich ein fortlaufender Prozess, dass wir hier die Höfe irgendwie umgestalten, bauen. Und ach, ich fahre erstmal los. Ich dachte, beim Fahren kann ich ein bisschen besser sabbeln. Genau, der Hof hier ist der erste, der entstanden ist. Den hat Alex Katsu gebaut von Vertex Design. Ist natürlich auch ein bisschen prädestiniert dafür, fürs Mappen hier. Und dadurch, denke ich mal, hat er das auch ganz gut hinbekommen. Vielleicht besser als ich oder der ein oder andere von uns. Chris hat dann natürlich auch als mit Mapping-Erfahrung hier schon das ein oder andere landschaftsbauliche quasi gestaltet. Ein bisschen Grünland, ein bisschen Grünvegetation, Feldränder und so weiter gemacht. Und genau, das Ganze wird dann eben weiterhin stattfinden. Hier Feldeinfahrt zum Beispiel, die ist noch betoniert. Da kommt dann auch nochmal, denke ich, Feldwegtextur sozusagen hin, also ein bisschen dreckiger. Und generell die Feldränder, da wird nochmal ein bisschen dran gewerkelt werden. So, hier geht's nach rechts. Der Schweinebetrieb hat auch schon seinen Namen bekommen, das ist Hof Wiesendass. Ja, die kriegen dann auch nochmal jeweils ihre eigenen Logos sozusagen, sodass wir dann ja zu gegebenen Zeiten hier und da mal die ein oder andere Arbeit auch vorstellen können. Wir sind jetzt aktuell 1. Mai, glaube ich. Kurz einblenden. Genau, 1. Mai sind wir hier. Wir bewegen uns jetzt ziemlich straight auf die Ernte zu. Wir waren jetzt soweit ganz, ja, wir sind, der Rindviehbetrieb war ein bisschen später dran, die Schweinemanker, die waren schon so extrem am Ackern. Die hatten alles schon im Boden, wir sind noch ein bisschen nachgezogen, ein bisschen später dran, aber jetzt ist auch alles im Boden reingedrückt. Pflanzenschutz haben wir schon gemacht, wir haben die eine oder andere Fläche, wo wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen korrigieren können und Ernte optimieren können, also sprich ein bisschen Flüssigdünger ausbringen können. So, warte mal, fahre ich jetzt hier die nächste rechts hoch? Jetzt hackt es hier. Machen wir hier hoch. Da kommen wir dann auch noch an unserem Grünland vorbei. Da kann ich auch noch mal eben gucken, wie das da jetzt aktuell aussieht. Da war ich zuletzt mit dem Greenland Greenmaster, ne, mit der Güttlerwalze noch mal unterwegs. Habe da noch mal nachjustiert. Genau. Ja, so viel dazu. Das Safe Game soll weiterhin fortlaufend noch ein bisschen weiter gestaltet werden und kommt dann auch nochmal zum Download. Eine erste Version ist schon auf dem Vertex Design unter Community Mods der erste Post. Ich glaube, mit Release-Datum sogar, 22. oder so, ist das erste Safe Game schon mal da gewesen. Da ist schon mal die Grundversion vom Hof da und alles weitere wird dann nochmal nachgereicht werden. Also alles, was wir jetzt hier noch anpassen. Und genauso wie der zweite Hof, zu dem wir jetzt gleich kommen, der dann auch nochmal, ja, dann werde ich das nochmal extra vorstellen. Ich glaube, nur so habt ihr jetzt schon mal einen kleinen Einblick hier. Ich kann eben beim Fahren irgendwie ein bisschen besser sabbeln, habe ich das Gefühl, als dass ich da dreimal im Kreis rumlaufe hin und her. Genau, hier haben wir dann nochmal unsere Grünlandfläche, das ist die Nummer 14. Wo auch schon mal ein bisschen Feldrand gemacht wurde. Da wird aber wahrscheinlich auch Chris noch mal ein bisschen dran bauen. Und genau, Grünland, was haben wir denn noch? Genau, wir haben zwei Flächen haben wir noch. Relativ große Grünlandflächen, eine sehr große Maisland. Also Maishäckseln wird auf jeden Fall auch wieder mit dabei sein. Freue ich mich jetzt schon wahnsinnig drauf, weil das gerade beim ersten Mal anzocken von dem 22er extrem viel Spaß gemacht hat. Ist einfach sehr geil geworden. Also wer dabei war, das war extrem windig, ne? Die Maispflanzen sind so extrem abgegangen, das sah mega cool aus. Jetzt muss ich aber mal auf die Karte gucken. Kann ich hier jetzt rechts lang fahren? Ja, fahren wir rechts lang bis zum Ende hin und dann ab nach links.
ausbremsen. Genau, dann ist es so, dass wir unsere Höfe natürlich finanziell so weit ausgestattet hatten, dass wir uns gut und üppig ausstatten konnten, sodass wir jetzt gänzlich eingerichtet sind. Und jetzt haben wir gesagt, dann ziehen wir nochmal die Konten glatt, sind dementsprechend mit 175 beide Höfe in der Miese. 125 liegen auf der Kante. Und genau, jetzt wollen wir das Ganze jetzt am Anfang noch nicht zu ernst nehmen, aber natürlich so ein bisschen schon darauf achten, dass wir da irgendwie uns jetzt nicht alle zwei Tage einen neuen Schlepper kaufen und dass uns keine Grenzen mehr gesetzt sind, sondern wollen schon darauf achten, dass wir möglichst in kleinen Schritten uns fortbewegen und wachsen. So, dann sollte es jetzt einmal rechts einen Feldweg hochgeben. Da werde ich doch gleich mal langfahren. Bin lange nicht mehr hier gewesen bei denen am Hof. Man sieht, hier ist das auch wieder dicht gewachsen. So, dann gibt es auch zwei oder drei Einfahrten. Hier haben sie Hühner. Nochmal eine Einfahrt. Schweine haben sie natürlich. Gewächshäuser, die dürfen auch nicht fehlen. Ne? Das ist Hobby. Mit finanziellen Absichten. Das hat natürlich, das bringt Gewinne, Gewinne, Gewinne. Was haben wir denn da? Sind das Tomaten? Ja, ich glaube. Johannes war letztens erst kürzlich los, wollte sein Ketchup machen. Den wollte er haben. Wo stellen wir denn hier mal die Spritze hin? Wo war sie denn? Wo war sie denn? Hier ist Platz. Da schieben wir sie mal rein. Ja, ich hoffe, euch gefällt es. Wie gesagt, ich würde dann eben nochmal den Kuhhof, den Schweinehof dann hier auch nochmal mit Luftaufnahmen vorstellen. Das müsste ich jetzt zum nächsten Mal machen. Schaue aber, dass ich das denn baldigst schaffe. Und ja, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr irgendwelche Anregungen zum Hofbau habt oder euch was besonders gut gefällt oder, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst auch gerne mal einen Daumen da. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Ja, mir hat Bock, dass wir da mal wieder ein bisschen hier Leben in eine Butze bringen. Und ihr natürlich teilhaben könnt über die Kommentare. Und ich freue mich schon, euch das nächste Mal auch live auf Twitch zu sehen. Auf jeden Fall die Beschreibung unten mal lesen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Erstmal. Tschüssi.